Täglich steigt die Zahl der Ehekrankheiten in Deutschland. Inzwischen sind auch viele Kinder betroffen. Seit knapp einer Woche liegt die 10-jährige Sophia im Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf. Ihre Eltern wachen seit Tagen an ihrem Bett. Also sie hatte starken Durchfall und zum Schluss ganz heftiges Erbrechen. Und dann sagte sie selbst, sie kann nicht mehr an dem Donnerstagabend und dann sind wir ins Krankenhaus. Der normalerweise harmlose Infektionsverlauf weitete sich bei Sophia zu lebensbedrohlichen Komplikationen aus. Also es war schon ein Schock auch so, weil ja, wir waren halt auf Intensivstation und weil die Nieren versagt haben. So, das war schon ein großer Schock, ne? Seitdem wird das Blut von ihr täglich für 2 bis 3 Stunden über eine Maschine gereinigt. Die Dialyse entlastet Sophias Nieren. Dr. Jun Oh betreut insgesamt 14 kleine EHEC-Patienten. Davon liegen 6 Kinder auf der Intensivstation. Der Großteil wird mit Dialyse behandelt. Sophia ist ein typischer Fall insofern, dass sie sehr heftig plötzlich krank wurde. Eine sehr starke Krankheitsaktivität bei ihr festzustellen war. Aber auch der relativ schnelle, die schnelle Erholung ist auch typisch für den Verlauf. Derzeitig zumindest bei unseren Kindern. Schon nach wenigen Tagen erkennen wir zumindest eine Verlangsamung der Krankheitsaktivität, was ein gutes Zeichen darstellt. Für Sophias Eltern ist das beruhigend. Wahrscheinlich können sie ihre Tochter in wenigen Tagen wieder mit nach Hause nehmen. Das Gerät, und das hilft ja, es ersetzt ja die Niere zurzeit. Und ja, wir sind ganz froh, dass es so ein Gerät gibt, ne? Sonst wäre es ja ganz dramatisch. Die Ursache der Erkrankung ist weiter unbekannt. Mittlerweile gibt es erste Todesopfer in Deutschland. Grund zur Panik besteht für die Mediziner jedoch nicht. Das Problem, das wir im Moment haben, ist, dass wir einfach derzeitig nicht wissen, wo kommen diese Nahrungsmittel her und um welche Nahrungsmittel handelt es sich, wenn überhaupt es sich um Nahrungsmittel handelt. Und solange wir diese Quelle nicht kennen, ist es sicherlich so, dass die Anzahl der Infektionen zunehmen werden. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Quelle identifiziert wird. Ich denke, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass man vorsichtig sein soll, dass man auf diese Symptome achten muss. Aber derzeitig besteht keine Notwendigkeit, jetzt panisch zu werden. Sophia jedenfalls geht es täglich besser. Und der Krankenhausaufenthalt hat für sie dann doch noch sein Gutes. Eigentlich darf ich ja kein Nintendo, aber ich habe mir eins ausgeliehen. Darf ich jetzt ausnahmsweise mal. Und ich lese jetzt auch schon wieder. Ja. Und ich lutsch noch Lollis.